Zur intelligenten Steuerung unserer zukünftigen Versorgungssysteme brauchen wir ein sehr komplexes System, das aus zahlreichen Komponenten und Stationen besteht. Dabei stellen sich natürlich neue Fragen zur Sicherheit. In meinem Vortrag werde ich eine Liste von zusätzlichen Sicherheitsanforderungen aufstellen, die meiner Meinung nach erforderlich sind, um die zukünftige Energieversorgung sicher gegen Attacken von außen, aber auch von innen zu machen. Dabei gibt es für alle zusätzlichen Sicherheitsanforderungen noch keine fertigen Lösungen, sondern es gibt noch genügend Arbeit für Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet. So, ich hoffe, ich habe Sie etwas neugierig gemacht auf die Liste meiner zusätzlichen Sicherheitsanforderungen.